Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Tutorial-Serie und ja, vor allem zu einer neuen Tutorial-Serie, die hoffentlich viele, viele Themen endlich mal bringen wird, über die man so quatschen kann. Nämlich geht es um Bucket-Plugins. Wenn ihr hier draufgeklickt habt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr schon wisst, was Bucket ist. Wenn nicht, das ist ein vom Spiel Minecraft ein mehr oder weniger modifizierter Server. Es ist halt eine Version eines Minecraft-Servers, der die Option zur Verfügung stellt, Plugins dafür zu entwickeln, beziehungsweise ist der Source Code auch öffentlich verfügbar und so. Das heißt, es ist im Prinzip einfach ein besserer Minecraft-Server. Oder nicht per se besser, sondern ein mehr anpassbarer und mehr offener Minecraft-Server. Ja, und viele Leute möchten dafür Plugins programmieren. Aber nicht alle Leute wissen, wie man dafür Plugins programmiert. Also es kann ja sein, dass man zum Beispiel Java jetzt schon kann, aber man weiß eben nicht, wie muss ich jetzt anfangen, dass ich hier Plugins programmieren kann für so einen Server. Und das ist nicht mal so schwer. Man muss dazu nur einige Sachen beachten. Ich habe mich entschieden, bei diesem Tutorial ganz von vorne anzufangen. Das bedeutet von der IDE an. Also ich gehe zwar davon mal aus, dass wenn ihr Java könnt, dass ihr schon Eclipse oder eine ähnliche IDE habt. Wenn ja, dann ist das gut. Wenn nein, dann wollte ich euch das halt auch zeigen, wie das geht, weil es nicht lang dauert und ja. Also für dieses Tutorial werde ich Eclipse verwenden, und zwar die Java Edition, einfach aus dem Grund, weil die diesen Maven Support hat, beziehungsweise wenn ihr eine andere Edition habt, zum Beispiel die Standard Edition, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr dieses Maven Plugin herunterladet. Das ist praktisch dazu da, um dann später die Bucket Bibliothek mehr oder weniger als Abhängigkeit einzubinden. Ja, aber ich bin hier schon auf der Eclipse-Seite gerade, und wenn man hier oben diesen dekorativen Download-Button drückt, dann kommt man auf diese Download-Seite, und hier sehen wir auch schon das, was wir brauchen. Nicht die Standard-Version, sondern die Eclipse IDE for Java Developers. Da drücken wir dann hier auf Windows 64-Bit oder Windows 32-Bit, wenn ihr ein 32-Bit Windows habt, oder natürlich eine Version für andere Plattformen, wenn ihr auf einer anderen Plattform unterwegs seid. Ja, dann drücken wir einfach dann auf diesen Download-Link hier. Das zeigt den nächsten oder den schnellsten Server an, was bei mir komischerweise die Türkei ist. Vorher war es noch Stuttgart oder so. Ja, und dann einfach downloaden. Wenn das Ganze fertig ist, dann bekommt man einen ZIP. Das muss man entpacken und dann einfach die Exe ausführen. Die sieht dann ziemlich genau so aus, wenn man diese Exe ausführt. Ich habe hier schon einen Workspace auch angelegt, dass man sieht, hier Eclipse Luna ist momentan so die aktuelle Version zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Kann sein, dass es später neue Versionen gibt, aber ich denke mal nicht, dass sich an der IDE dann so viel ändern wird. Also in der Vergangenheit hat sich an den Eclipse-Versionen nicht grundlegend viel geändert. Natürlich gab es viele Bugfixes und die Code-Completion wurde besser und alles. Aber vom Interface her hat es eigentlich immer relativ gleich ausgesehen. Ja, jetzt stehen wir hier vor diesem leeren Fenster. Und spätestens jetzt, wenn ihr noch nie ein Bucket-Plugin programmiert habt, dann steht ihr jetzt an. Jetzt müssen wir nämlich mal ein Projekt erstellen für unser Plugin, was wir programmieren möchten. Wir können jetzt nicht einfach auf Projekt, also hier File, New Project drücken und dann einfach ein Java-Projekt erstellen und losprogrammieren. Das könnten wir zwar, aber es wäre um einiges umständlicher als das, was ich euch gleich zeigen werde. Wir können nämlich hier ein Maven-Projekt machen. Also wenn ihr hier auf File, New Project geht, dann könnt ihr hier aus einigen Sachen auswählen. Das ist in diesem Fall hier dieses Maven, und dann wollen wir das Ganze einfach ein neues Maven-Projekt erstellen. Dann drücken wir hier Next. Da kommt schon der erste wichtige Punkt. Man darf hier nicht einfach mit Next, Next, Next durchrushen.
sondern da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man muss nämlich hier dieses Create a Simple Project anhackeln praktisch. Ja, das war es dann eigentlich aber auch schon. Da müssen wir schon auf Next drücken und hier müssen wir jetzt einen Haufen Sachen ausfüllen. Hier wird es jetzt ein wenig kompliziert, nicht sehr, aber doch ein bisschen. Hier kann man jetzt zwei Wege gehen. Entweder ihr habt eine Domain, also zum Beispiel wie google.com, die werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, aber so eine ähnliche eben. Dann könnt ihr hier diese verwenden oder ihr erstellt euch einen Account bei GitHub Pages. Das ist unter github.io erreichbar. Da werde ich auch einen Link in die Beschreibung hauen. Da kann man sich dann eine Seite erstellen und diese Domain als Domain hier verwenden. Ich werde einfach techzone.at verwenden, weil die Domain, denke ich mal, sehr passend ist für diesen Kanal. Und jetzt wird es etwas kompliziert, nämlich wenn ihr jetzt eine Domain habt, sagen wir mal www. Oder nur techzone.at, dann würden wir hier das Ganze umgekehrt schreiben, also at.techzone. Und wenn wir zum Beispiel minecraft.techzone.at hätten, dann würden wir hier at.techzone.minecraft verwenden. Das ist einfach so eine Naming Convention, die praktisch von den meisten Java-Entwicklern akzeptiert wird, mehr oder weniger, für Paketnamen bzw. Projektnamen oder Gruppennamen in diesem Fall eben. Ja, und die sollte man eben hier verwenden. Dann die Artifact-ID, also die Group-ID gibt es hier an, in welcher Gruppe wir praktisch arbeiten. Die Artifact-ID ist praktisch unser Produktname. Das wäre in unserem Fall beispielsweise ist hier Tutorial-Plugin. Hier ist auch zu beachten diese Java Naming Convention mit dem Camel Case, wird das genannt. Camel Case deswegen, weil es praktisch ausschaut wie ein Kamel, also wenn man sich die Klein- und Großbuchstaben so vorstellt, dann ist dieses T und dieses P hier praktisch repräsentieren für die zwei Höcker. Und das ist einfach jedes Wort, was geschrieben wird, also wird alles ohne Abstände zusammengeschrieben, aber jedes neue Wort wird mit einem Großbuchstaben begonnen. Ja, dann hier die Version, können wir einfach mal auf 0.0.1 Bindestrich Snapshot lassen. Wenn ihr das anders machen wollt, dann könnt ihr das natürlich anders machen, also Version 0.1 oder so, kann man hier natürlich auch verwenden. Ja, und wenn ich mich nicht irre, war es das jetzt schon für diesen Bildschirm hier. Dann drücken wir hier Finish und haben auch schon unser Plugin. Ja, hier sehen wir jetzt einen Haufen Sachen, die alle keinen Sinn machen irgendwie. Da werden wir aber zu jedem von diesen später noch dazukommen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie wir denn jetzt überhaupt Bucket oder wie wir überhaupt Eclipse beibringen, dass Bucket jetzt unser Freund sein soll in diesem Projekt. Dazu gehen wir hier auf diese pom.xml-Datei. Da sehen wir dann hier so ein schönes Interface. Das Interface wollen wir aber eigentlich gar nicht. Deswegen drücken wir hier unten bei dieser blauen Leiste auf die pom.xml. Da sehen wir dann eine schöne Textansicht, wo wir Sachen bearbeiten können. Und ich könnte das Ganze jetzt natürlich auswendig runterschreiben, aber erstens müsste ich es mir dazu auswendig merken und zweitens müsste ich jetzt 5 Minuten durchgängig hier schreiben. Deswegen habe ich mir das hier gemacht, einen kleinen Schummler, dass ich das einfach markieren kann, kopieren und einfügen. Aber keine Sorge, ich werde euch natürlich nach der Reihe erzählen, was das Ganze bringt. Also das hier, dieser erste Block. Ah ja, da habe ich schon einen Fehler gemacht. Beim Einfügen davon, ich werde euch da einen Pastebin oder so in die Beschreibung hauen von dem, weil das muss man ja nicht wirklich auswendig wissen. Aber es ist wichtig beim Einfügen, dass hier dieses Slash Project unten, dass man das innerhalb dieses Tags einfügt. Also nicht wie ich es jetzt gerade gemacht habe hier unten, das ist falsch, sondern innerhalb dieses Project Tags. Also man sieht hier dann, wenn man das noch gut einrückt, so, dann sieht man, dass dieser Project Tag praktisch der letzte ist, was dort steht. Ja, also nach der Reihe die Dinge hier. Dieses Build sagt eigentlich nichts anderes als, dass dieses Projekt ein Java 7 Projekt ist, weil standardmäßig sind alle Bucket Plugins Java 1.6 und hier sagen wir einfach, dass Maven hier aufpassen soll und das einfach auf 1.7 kompilieren sollen. Ja, dann dieses Repositories, ich glaube, ist glaube ich fast selbst erklärend.
Da wird einfach dieser Repository hier geladen. Da wird praktisch Maven gesagt, wenn du jetzt das buildest, dann musst du diesen Repository runterladen. Also das hat den Namen Bucket Repo und ist halt unter dieser URL hier erreichbar. Dann diese Dependencies hier, macht praktisch nichts anderes als Maven zu sagen, gegen welche Version man kompilieren will. Also hier haben wir mal angegeben, dass wir überhaupt Craft Bucket haben wollen. Beziehungsweise Bucket nur in diesem Fall. Und hier unten geben wir dann an, welche Version von Bucket überhaupt. In diesem Fall ist es die Version 1.7.9 R0.3 Snapshot. Das ist die letzte Version zum Zeitpunkt dieses Videos, beziehungsweise die letzte Beta-Version. Das heißt, wenn man das hier ausprobieren möchte, dann muss man auch den Beta-Server runterladen. Das zeige ich euch dann später auch noch, wie man da so hinkommt. Und ja, das war's eigentlich. Zur Projektkonfiguration. Ja, also wir haben jetzt die Projektkonfiguration fertig und wir sehen hier, dass Eclipse schon mal einen Fehler wirft als erstes. Diesen Fehler wird man immer sehen, wenn man diese Datei hier bearbeitet. Da muss man dann einfach hier rechte Maustaste, Maven und Update Project drücken. Dann OK. Und der Fehler ist weg. Das ist einfach, weil Maven intern seine Konfiguration gespeichert hat und das dann neu aus dem XML einlesen muss. Ja, wie gesagt, war es das eigentlich auch schon zur Konfiguration von dem Ganzen. Und damit dieses Video ein vollständiges Video ist, machen wir jetzt auch noch ein kleines Hello World, dass wir am Ende dieses Videos auch wirklich ein Plugin haben, was funktioniert. Dazu machen wir hier in diesem Main Java Ordner praktisch ein neues Package, das wieder den Namen unserer Group dann trägt. Also in meinem Fall at.texon, in eurem Fall irgendwas. Also das, was ihr halt vorher bei Group ID angegeben habt. Drücken wir Finish, dann New. Hier eine Klasse wollen wir erstellen, die nennen wir, wie unser Plugin heißen soll. Also in meinem Fall Tutorial Plugin. Dann drücken wir einfach Finish und dann kommt noch was ziemlich Wichtiges, nämlich müssen wir hier hinter dem Public Class Tutorial Plugin, was schon hergeschrieben wird, noch Extends Java Plugin schreiben. Das wird es nicht finden, deswegen müssen wir hier drüber fahren und den Quick Fix mit Import Java Plugin machen von org.bucket.plugin.java. Das heißt, jetzt erben wir praktisch von einem Bucket Plugin unser Plugin. Das heißt, das ist offiziell ein Bucket-Plugin. Ja, jetzt müssen wir aber noch einige Sachen machen, damit das Ganze funktioniert. Oder eigentlich nur noch zwei Sachen. Nämlich, als erstes müssen wir eine Plugin.yml-Datei erstellen. Die ist wichtig, sogar sehr wichtig, damit Bucket weiß, dass das Ganze ein Plugin ist, weil rein theoretisch könnte man ja jede Jar-Datei einfach in den Plugins-Ordner von Bucket reinziehen und es würde einfach den Code da drinnen ausführen. Das wäre natürlich schlecht. Vor allem wüsste Bucket dann nicht, ob das Ganze also welchen Name das Ganze trägt, welche Version das Ganze ist und so weiter. Ja, dazu machen wir es hier mal in diesem Source Main Resources Ordner eine neue Datei, also New File. Das nennen wir Plugin.yml, nicht XML, sondern YML, also YML. Dann drücken wir hier Finish und unser Default Editor macht sich auf in meinem Fall. Also hier haben wir noch Eclipse, da ist das Ganze jetzt drinnen und es hat sich, wenn ich hier einen Doppelklick mache, macht sich automatisch Notepad++ auf bei mir. Ja, in diese Datei müssen wir jetzt einige Sachen reinschreiben. Da wird im Laufe dieser Serie noch, oder werden im Laufe dieser Serie noch einige Sachen dazukommen. Für jetzt ist es mal einfach ein Name, ein Einstiegspunkt für Bucket und eine Version. Der Name ist in meinem Fall, haben wir schon oft gesehen, ist Tutorial Plugin. Main, das ist der Einstiegspunkt, von dem ich gerade geredet habe. Das ist praktisch die Klasse, also die Java-Klasse, was Bucket aufrufen soll, wenn es praktisch das Plugin laden möchte, weil normalerweise haben wir ja, wenn wir eine Java Application erstellen,
haben wir diese Public Static Void Main, können wir auf String Array Args und so Methode. Das ist nichts anderes in diesem Fall. Das ist einfach nur dass diese Public Static Void Main Methode ein fixer Einstiegspunkt ist. Das heißt, Java sucht einfach immer nach diesem Einstiegspunkt. Hier haben wir das aber nicht, diese Main-Methode, deswegen müssen wir jetzt hier manuell praktisch Bucket sagen, wo es einsteigen soll. Und es wäre in unserem Fall at.texon.tutorial-plugin. Nein, das war's schon. Also einfach hier wieder unseren Group, unsere Group-ID plus unsere Main-Klasse. Also, hoppla. Ah, oh, Hilfe. Das wollte ich nicht. Also wenn wir hier schauen, dann sehen wir hier auch diese Struktur. Also wir haben hier das Paket at.texon und drinnen das, die Klasse tutorial-plugin.java. Das haben wir jetzt hier angegeben. Und dann fehlt uns noch ein letzter Parameter, nämlich Version. Das ist in unserem Fall dieses 0.0.1-Snapshot. Ich kann nicht schreiben. Beziehungsweise eigentlich alles andere, was ihr wollt, also man kann hier auch 0.1 oder 0.2 oder 0.5. Man müsste halt nur schauen, dass das mit dieser Maven-Versionsnummer, was wir vorher angegeben haben, übereinstimmt. Ja, und eigentlich wäre unser Plugin jetzt schon bereit zum Laufen. Also wir könnten jetzt schon ein Archiv exportieren, das Ganze in den Plugins-Ordner reinziehen und das Ding würde laufen. Das Problem ist, wir würden nicht viel davon sehen. Wir müssen nämlich zuerst mal die on enable und on disable Funktionen oder Methoden eigentlich überschreiben. Es geht auch ganz einfach eigentlich. Man muss hier nur ein add override und dann einfach on enable. Vielleicht sollte ich hier noch void davor schreiben. Ah, warum nicht? Ah, natürlich public void on enable. Pardon. Das heißt, wenn wir hier ein add override public void on enable machen, dann ist das praktisch die Funktion oder die Methode, die aufgerufen wird von Bucket, wenn dieses spezifische Plugin geladen wird. Also man muss sich das so vorstellen, wenn innerhalb von Bucket, wenn gesagt wird, lade alle Plugins, dann geht der in diesen Ordner rein, sucht sich von jeder Char-Datei die plugin.yml-Datei, diese hier, sucht sich diesen Einstiegspunkt, geht zu diesem Einstiegspunkt, sucht sich eine onEnable-Methode und führt die aus. Dasselbe beim Disablen dann, da wird die public void on disable Methode ausgeführt. Und in diese Methoden können wir jetzt praktisch alles reinschreiben, was wir möchten. Wir könnten zum Beispiel einfach eine Nachricht auf der Konsole ausgeben lassen. Das geht relativ einfach. Nehmen wir hier einfach getLogger, Klammer auf, Klammer zu. Das gettet uns den Logger, wie der Name irgendwie schon sagt. Punkt info. Mit Punkt info wird praktisch eine Informationsmessage ausgegeben. Also es gibt ein paar solche Logging-Level, zum Beispiel Info, Warning, Error und auch Fatal, glaube ich. Also halt verschiedene Level von wie schwerwiegend dieser Fehler jetzt ist. Warum habe ich die Windows-Taste gedrückt? Und in diese Info-Methode können wir jetzt einen Text übergeben, beispielsweise Hallo Welt vom Texon.at Beispiel-Plugin. Und in der OnDisable-Methode machen wir dasselbe. Nur, dass wir hier, ich weiß nicht, ob Umlaute gehen, wir können es ja mal probieren. Tschüss Welt vom Texon.at Beispiel-Plugin. Ich habe eigentlich noch nie Umlaute versucht, das wird jetzt auch eine neue Erfahrung für mich werden. Und damit ist eigentlich unser ganzes Plugin fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in unseren Bucket-Ordner reinbringen. Oder auf unseren Bucket-Server praktisch. Dazu müssen wir das Ganze mal als Jar exportieren. Also als Java-Archiv. Dazu gehen wir hier auf unser Plugin, drücken rechte Maustaste, Run as und Maven Install. Da drücken wir dann drauf. Dann kommt so eine lustige Konsole, wo
ziemlich viele Dinge runterrennen. Beim ersten Mal dauert das etwas länger, weil er die ganzen Dependencies logischerweise runterladen muss. Beim zweiten Mal geht es dann schon etwas schneller. Und dann sagt er Build Success nach einer Zeit und wir haben hier dann unsere Jar-Datei. Die Frage ist, wo haben wir diese Jar-Datei? Das sehen wir ganz leicht, wenn wir hier in diesen, ich bin jetzt mal in meinem Workspace gegangen, da haben wir den Ordner, also da kommt man praktisch hin, wenn man hier, nein, nicht wenn man hier, einfach wenn man auf diesen Workspace-Pfad, den man angegeben hat, praktisch geht. Dann sehe ich hier auch dieses Projekt hier, Tutorial-Plugin in diesem Fall. Und hier gibt es ein paar Ordner, zum Beispiel Source, das ist logischerweise der Source-Code und Target. Target ist jetzt in diesem Falle das Target-Verzeichnis von Maven, wo eben hineinkompiliert wird praktisch. Da haben wir in diesem Fall unsere .jar-Datei. Diese .jar-Datei müssen wir dann nur noch in einen Ordner reinbringen praktisch. Und dazu habe ich nicht aufgeräumt eigentlich. Hoppla. Ja, jetzt haben wir hier, jetzt müssen wir mal einen Bucket-Server noch machen. Das mache ich jetzt einfach ganz schnell, indem ich auf, nur dass ich es euch zeige, also ich hätte ja schon einen gehabt, aber nur dass ich euch zeige, wie man das runterlädt und so. Also wir gehen hier auf dl.bucket.org, drücken auf den Beta-Build, weil wir ja Beta sind. Ja, wir halten. Es dauert jetzt einige Zeit. So, und es ist fertig. Halt. Aha. Es lässt sich Zeit. Ich könnte natürlich einfach, nein, nicht von meinem Desktop. Ah ja, jetzt ist es fertig. Jetzt können wir das einfach hier in diesen Ordner reinziehen. Ein bisschen das hässliche Klammer 1 im Hintergrund entfernen. Dann hier eine Konsole aufmachen. Java-jar. Diese Datei. Ausführen das Ganze. Dann generiert er mal ein bisschen seine ganzen Ordner und Welten. Das dauert jetzt noch ein wenig. Ja, und dann können wir eigentlich schon hier unsere .jar-Datei hier rein verschieben in den Plugins-Ordner. Also wir haben jetzt hier unseren Server, Plugins, da haben wir das rein verschoben. Ja, wenn wir jetzt hier einfach mal reloaden, dann sehen wir, dass Tutorial-Plugin mal geloadet wird und dann steht Hallo Welt von Texon.at Beispiel-Plugin. Wenn wir das jetzt nochmal reloaden, dann sollten wir zuerst sehen, dass sich unser Tutorial-Plugin verabschiedet. Ja, das habe ich mir gedacht mit den Umlauten, dass das ein paar komische Zeichen ausgeben wird. Sagt unser Plugin mal Tschüss und dann wird es wieder enabled. Also dann sagt es wieder Hallo Welt. Ja, das war es eigentlich. Die ultimative Quick-Einführung in die Bucket-Programmierung. Wir werden uns im Laufe dieser Tutorial-Serie viele, viele Sachen noch anschauen, wie man bestimmte Dinge macht und auf was man alles aufpassen muss, und hoffentlich seid ihr am Ende die ultimativen Plugin-Programmierer. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen hier. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren Bucket-Plugins und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.